Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder GBF Arkadalmeister mit dem Let's Play von Perry Roden Operation Eastside. Ja, als alter Science-Fiction-Fan ist natürlich auch diese Serie nicht an mir vorbeigegangen, wobei mein Aufeinandertreffen mit dieser Serie war etwas holprig, wenn man so will. Meine Tante hatte einmal einen kleinen Laden im Grunde und da hat sie dann auch Hefte zurückgelegt für Leute, die halt Perry Roden gelesen haben und irgendwann hat der Laden sich dann aufgelöst und dann wurde gesagt, ja, ich habe noch ein paar Hefte übrig, die kann hier Geld kriegen und die habe ich dann halt bekommen und habe sie dann gelesen. Das Problem dabei war nur, keines von diesen Heften war irgendwie zusammenhängend. Die stammten aus verschiedenen Zyklen. Vollkommen wildes Zusammenspiel der Hefte. Also nichts hatte mit dem anderen was zu tun. Ich wusste überhaupt nicht in den jeweiligen Heften, worum es da eigentlich ging, im Großen und Ganzen. Ich war auch noch ein bisschen jünger. Und aber ich dachte, mich haben die Cover angesprochen sozusagen, die da drauf waren. Und deswegen habe ich dann die einfach mal gelesen und ich fand das irgendwie cool. Ich fand das irgendwie cool, diese Welt. Auch wenn ich manchmal im Areseum-Zyklus unterwegs war, dann war ich in einem anderen Zyklus unterwegs. Ich glaube, das war ein Zyklus, wo die Erde entvölkert war. Terra war entvölkert. So heißt die Erde ja in diesem Universum Terra. Und die Bevölkerung nennt sich Terraner. Als geeinte Menschheit. Und dann lief da aber noch eine Gruppe von Leuten herum, so die dann flüchten mussten vor irgendwelchen Außerirdischen, die da gelandet sind. Das sind so Bilder, die mir noch so halbwegs im Kopf sind. Ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging. Wusste ich damals auch nicht, aber ja. Und so bin ich dann, das waren die ersten Berührungspunkte mit Perry Roden und später dann habe ich dann mal tatsächlich mal mir Silberbände besorgt, um dann hier von Anfang an das ein bisschen nachzuvollziehen. Und richtig gelesen habe ich das eine ganze Zeit lang und das fing dann an mit 2000er Bänden, glaube ich. Da bin ich eingestiegen. Ich habe noch vieles, was ich nachholen müsste. Aber eine Sache, die ich auch mitgenommen habe aus der Zeit, war eben, dass dieses Spiel hier, es gab ja mehrere Versuche, so Perry Roden Spiele zu machen. Es gibt so ein Adventure-Spiel aus etwas neuerer Zeit, 2008, und das habe ich noch nie gespielt. Und es sollte mal ein Rollenspiel geben, was aber nie veröffentlicht worden ist. Auch zu derselben Zeit wie Perry Roden Operation Eastside, stammt anscheinend nach der Versionsnummer aus dem Jahre 1998 und ist im Grunde genommen so ein Master of Orion-Klon-Ding, allerdings nicht so ganz komplex, aber was mir gefallen hat, war die Optik und die Musik vor allen Dingen, die ist wunderschön und in Credits müsste sie auch dabei stehen. Ich will sagen Chris Hülsbeck, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Auf jeden Fall Pax Terra, so heißt die, das Album. Und Armin Gessert war Entwicklungsleiter und Hauptprogrammierer. Stefan Blank macht hier die künstliche Intelligenz. Zusätzliche Programmierung. Gib mir die Musik, Leute. Netzwerkprogrammierung. Ja, man konnte das auch über das Netzwerk spielen mit mehreren Leuten. Zu einer Zeit, wo das noch gar nicht so verbreitet war. Aber das war so die Anfangszeit. Ja, die Musik. Und das ist ein sehr entspanntes Spiel. Christopher Franke, okay, nicht Chris Hülsbeck. Irgendwie ist das immer derjenige, den man immer irgendwie im Kopf hat, aber der war es halt nicht. Naja, gut. So, ja. Okay, worum geht's da? Operation Eastside. Ich habe den Zyklus selber noch nicht gelesen. Das ist etwas, was ich jetzt noch nachholen will. Aber anscheinend geht es darum, im Grunde genommen, um die Besiedlung der Eastside. Das ist die östliche Seite der Galaxis, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und, ja. Und, ja, es geht im Grunde genommen um Expansion des Solaren Imperiums. Und wir haben hier 6 Völker zur Auswahl, jeder mit gewissen Stärken und Schwächen. Und das sind die Terraner, also die Menschen. Und jeder hat so seinen Text, um ein Bewerbungsgespräch sozusagen, oder die wollen uns haben als Kommandant für ihre Siedlung, die anderen werden dann von der KI übernommen. Wir sind die Terraner. Wir haben den Weltraum erobert und in unserem Sonnensystem, wir nennen es nun allgemein das Sol-System, den Mars, die Venus und einige Jupiter- und Saturnmonde besiedelt. Die Erde ist zu einem reinen Wohnplaneten geworden. Im zum Teil ausgehöhlten Mond befindet sich ein riesiger Industriekomplex. Außerdem eine Intelligenz, eine Positronik oder, es gab noch einen anderen Namen dafür, das war dann eine Weiterentwicklung. Positroniken sind eigentlich die normalen Computer und da gab es noch eine Syntronik, Symtronik,
Oh mein Gott, ich hätte das wirklich vorher nochmal wieder lesen sollen. Das ist ein Begriff, der, naja, das sind dann Computer, die mit fünfdimensionalen Komponenten arbeiten und sehr viel intelligenter sind noch als Positroniken. Aber dieses Setting spielt, glaube ich, zu einem Zeitpunkt, wo es die noch gar nicht gab. Also Positronik ist schon ausreichend. Das sind eigentlich das, was wir unter normalen Computern kennen. Naja, gut. Und da soll sich eigentlich eine super Positronik befinden noch. Natan. Aber anscheinend ist es auch ein Industriekomplex. Der Mars ist eine galaktische Handelswelt geworden und die Industrie haben wir auf andere Planeten verlagert. Wir nennen unser Reich das Solare Imperium. Inzwischen ist es die Liga der freien Terraner, wenn sich das nicht schon wieder geändert hat. Ich bin ein bisschen raus aus der Sache. Aber damals hieß es noch das Solare Imperium. Es erstreckt sich nicht nur auf das Sol-System, sondern umfasst viele Sonnensysteme. Nicht alle sind von Menschen besiedelt, doch die Menschheit stellt die überwiegende Mehrheit der Bewohner des Solaren Imperiums. Der Großadministrator und damit Herr über das Solare Imperium ist seit seiner Gründung Perry Rhodan. Er ist einer der Unsterblichen, die durch das Tragen eines Zellaktivators nicht mehr altern. Ja, die haben dann irgendwann Zellaktivatoren bekommen von der Superintelligenz S und dadurch altern sie nicht mehr. Diejenigen, die das dann halt bekommen. Bevor sie einen Zellaktivator bekommen haben, gab es eine Zelldusche. Das war dann, bevor sie diese Zellaktivatoren hatten. Und erst waren das so komische Kugeln, die sie, glaube ich, um den Hals tragen konnten. Und dann später wurde es ein Chip, der den eingepflanzt worden ist. Naja. Und Perry Rhodan ist halt der Titelheld der ganzen Reihe sozusagen und auch einer der Unsterblichen. Er hat aus den zerstrittenen Staaten der Erde den Grundstock für unser Imperium gebildet, aus der dritten Macht. Wir haben mühsam den Weltraum erobert, doch heute sind unsere Kugelraumer überall in der Milchstraße gern gesehen. Wir sind ein sehr bekanntes Volk und viele andere Völker begegnen uns mit Wohlgefallen. Naja. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber wir versuchen mit allen friedlich zusammenzuarbeiten. Ihr habt nun genug über uns gehört. Aus diesen Gründen sind wir der Ansicht, dass sie der ideale Anführer für unsere neue Kolonie sind. Ja, die Terraner sind im Grunde genommen von allen Völkern hier die nettesten. Ja, es gibt Gespräche mit den anderen und die anderen sind alle ein bisschen sehr arrogant oder aggressiv. Die Terraner sind immer. Sie drücken sich zumindest diplomatisch aus. Und jedes Volk hat so seine Stärken und Schwächen. Die Terraner sind im Grunde genommen das Durchschnittsvolk. Die haben keine besonderen Stärken oder Schwächen. Dann können wir einstellen, wie viele Systeme es geben soll im ganzen Spiel. Das können wir runterschrauben bis auf 40 Sonnensysteme und hoch bis auf 120, aber ich lasse mal bei 80. Dann können wir das Ziel definieren, wie viel Prozent des Raumsektors, also wie viel Prozent dieser 80 Sonnensysteme oder auch 120 oder auch 40, wir erobern müssen, um das Spiel zu gewinnen. Wir können das hochschrauben bis 100%. Das heißt, wir müssen in jedem der 80 Sonnensysteme eine Kolonie haben. Was manchmal nicht so einfach ist, weil manche Sonnensysteme haben gar keine Möglichkeit, dass man dann eine Kolonie errichten kann. Aber ich denke, das Spiel wird das dann so machen, dass man das kann dann. Weil es gibt auch Sonnensysteme, die nicht, wo es keinen Planeten gibt, den man besiedeln könnte. Und die Schwierigkeit kann man von sehr leicht bis zu sehr schwer rüberschieben. Ich lasse es mal auf normal. Was es verändert, ist, glaube ich, die Gegner haben mehr Rohstoffe und die Schiffe sind, glaube ich, dann auch ein bisschen stärker. Im Großen und Ganzen lasse ich es auf normal. Welchen Sinn und Zweck hätte das sonst? Also, ich will es auch nicht zu leicht haben, das wäre auch langweilig, aber auf normal ist es eigentlich okay. Ich kann es vielleicht auf schwer setzen. Ne, ich lasse auf normal. So. Okay, das sind die Terraner. Durchschnittstypen. Die Menschen. Die Menschheit. Dargestellt durch diesen dreitagebärtigen Perry Rhodan-esken Charakter. Dann haben wir die Akoniden. Das erste Volk, auf die Terraner auf dem Mond stoßen mit der Stardust. Und die im Grunde genommen mit den Terranern zusammenarbeiten in der Anfangszeit, vor allen Dingen, weil die Akoniden haben ziemliche Probleme mit ihrer Degeneration. Zumindest am Anfang. Und sie sind ein sehr mächtiges Volk. Sie sind das vorherrschende, oder zumindest vor den Terranern vorherrschende Volk, welches viel Einfluss hat in der Galaxis. Und wir sind die Akoniden, die älteste und am höchsten entwickelte Rasse der Milchstraße. Ja, das behaupten sie gern, aber sie sind es nicht. Gleich kommt noch ein anderes Volk, was das Ganze ad absurdum führt. Unser großes Imperium ist für viele Völker ein Begriff, der nicht nur Macht und Einfluss bedeutet, sondern auch Gerechtigkeit und Sicherheit verspricht. Viele Völker haben sich uns angeschlossen, weil wir am besten dafür geeignet sind, über sie zu herrschen. Unsere Heimat ist das Archon-System.
Es alleine ist schon ein Zeichen für unsere Fähigkeiten. Wir haben zwei Planeten auf dieselbe Umlaufbahn wie Archon gebracht. Ja, Archon 2 und 3. Sie umkreisen nun zu dritt auf derselben Bahn unsere Sonne und erfüllen wichtige Funktionen in der Verwaltung unseres Imperiums. Archon 1 ist die älteste der drei Archon-Welten. Sie heißt auch Kristallwelt und ist der Wohnplanet der reichen und adeligen Archoniden. Archon 2 ist der größte Handels- und Industrieplanet im bekannten Weltraum. Auch wenn die Terraner immer wieder versuchen, uns diesen Rang abzulaufen. Und Archon 3 ist die Kriegswelt. Hier werden die Schiffe für die beste Flotte der Galaxis gebaut. Viele Jahrhunderte lang wurde unser Imperium von einer perfekten Maschine beherrscht, dem Robotregenten. Diskussionswürdig, ob das perfekt war. es musste irgendwann abgeschaltet werden. Und das Ding hat sich gewehrt. Doch seit einigen Jahren haben wir wieder einen Imperator, der mit seinen weisen Entscheidungen das Reich führt. Vom Aussehen her sind wir schon etwas Besonderes. Wir sind groß und hoch gewachsen. Unsere hohe Intelligenz, die sich zum Beispiel in unserem fotografischen Gedächtnis zeigt, ist uns anzusehen. Oh, so intelligent. Ja, sie haben ein fotografisches Gedächtnis. Eine Spezialfertigkeit der Archoniden. Hat in diesem Spiel überhaupt keine Rolle, aber ist nett, dass sie das erwähnen. Wir haben lange Schädel, eine helle Haut und fast weiße Haare. Zusammen mit unseren rötlichen Augäpfeln führt dies dazu, dass manche Völker vom archonidischen Albinismus sprechen. Ein böses Schlagwort, das nur von Wesen wie den Menschen kommen kann, die unsere hohe Abstammung anzweifeln. Da wir eines der ältesten Völker sind, gibt es viele Völker, die von uns abstammen. Die zwei bedeutendsten sind die Springer und die Aras. Ja, okay, die Springer. Die Aras, die stammen eher von den Springern wiederum ab. Aber so gesehen haben sie recht, ja. So gesehen haben die Archoniden recht, ja. Es gibt so ein paar Subvölker. Die Terraner haben übrigens auch ein paar Nachkommen. Kleine grüne Menschen und große Irokesen-Menschen. Genug der Worte, aus diesen Gründen sind wir für der Ansicht, dass sie der ideale Anführer für unsere neue Kolonie sind. Die Archoniden haben Boni im Bereich Wohnraum und Konsumgütern, sind allerdings nicht so toll bei leichter und schwerer Industrie. Sie haben einen Bonus allerdings auch für ihre Forschung, also die forschen ein bisschen besser als die Terraner. Ihr Bevölkerungswachstum ist auch nicht so hoch wie bei den Terranern. Die Terraner vermehren sich ziemlich schnell. Ansonsten sind sie genauso wie die Terraner in Handel, Militär und Raumschiffbau. Also, sie sind weniger industriell, dafür mehr wohnraumaffin und ein bisschen besser in der Forschung. Forschung ist sehr wichtig im Spiel. Und das sind die Nachkommen der Archoniden unter anderem. Und also diese zwergenähnlichen, rothaarigen Wesen, dieses Volk. Und das sind die Springer. Man nennt uns Springer, weil wir früher von Planet zu Planet gesprungen sind. Ja, aber nicht mit den Beinen, sondern mit der besonderen Antriebstechnik, dem Transitionsantrieb. Mit ihm flogen unsere Schiffe schnell und zuverlässig. Doch inzwischen ist viel Zeit vergangen. Wir haben schnellere Schiffe und nur noch unser Spitzname ist aus dieser Zeit geblieben. Ja, das Problem beim Transitionsantrieb war nämlich, man konnte da zwar durch den Raum sich katapultieren, allerdings hat das ziemliche starke Rückschläge gegeben, so ein Jetlag im Grunde genommen bei den Leuten, die dann damit geflogen sind. Und das wurde dann erst mit dem Linearantrieb abgeschafft, dass man nicht mehr kotzen muss sozusagen, wenn man durch den Raum springt. Der überlichtschnelle Flug, das war der Transitionsantrieb und damit sind die Springer halt gesprungen. Unser Charakter hat sich aber nicht gewandelt. Wenn heute eines unserer walzenförmigen Schiffe in einem System ankommt, so ist das immer für die Bewohner ein Zeichen, dass sie nun günstig Qualitätswaren einkaufen können. Wir nennen uns selbst nicht umsonst die galaktischen Händler. Ja, die Springer sind das Händlervolk. Wir handeln mit allem, was nicht nied- und nagelfest ist. Ihr wollt etwas kaufen? Wendet euch an uns. Ihr wollt etwas ausgeliefert haben? Auch hierfür sind wir die richtigen Kandidaten. Und wir verlangen nicht viel. Wir sind kostengünstig, aber wir haben natürlich auch Ausgaben. So müssen wir unsere Routen vor Piraten schützen. Und auch der Einkauf und der Transport kostet eine Menge Geld. Ja, sie sind Händler. Wir Springer stammen von den Archoniden ab. Im Unterschied zu ihnen sind wir jedoch schwerer und größer gebaut. Viele von uns haben rote Haare und nicht mehr wie die Archoniden weiße. Alle tragen wir unsere Haare stolz in zwei langen Zöpfen.
Ja, die sehen irgendwie alle gleich aus. Sie klammern das anscheinend an ihren Schultern fest. Wir wohnen auf unseren Schiffen. Unsere Familien Sippen genannt, unterstehen einem Patriarchen, einer Art Handelsfürst. Doch wir haben auch eine richtige Hauptwelt, nämlich die Welt Achetz im Rusuma-System. Dort liegt das Zentrum unserer Macht. Man sagt uns Humor und Toleranz nach. Das stimmt. Doch gibt es eines, was wir schwer ertragen können. Andere Händler, die versuchen uns zu unterbieten und uns schlecht zu machen. Ein typisches Beispiel sind diese Terraner, ja. Keiner kann es unterlassen, die Terraner irgendwie anzugehen. Jeder hackt auf ihnen rum. Sie behaupten, dass unser Handelsgebaren Monopole erzeugen würde. So ein Blödsinn. Viele Völker kaufen gerne alles bei uns, weil wir die besten Waren haben. Und natürlich müssen wir unsere Handelsrouten auch verteidigen. Wissen wir denn vorher, ob das heranfliegende Schiff wirklich ein konkurrierender Händler ist oder nicht doch ein Pirat? Ihr seht, wir sind ein Haufen, mit dem man gut auskommen kann, wenn man nicht versucht, uns übers Ohr zu hauen. Genug geredet, aus diesen Gründen sind wir der Ansicht, dass sie der ideale Anführer für unsere neue Kolonie sind. Ja, die Springer. Die haben natürlich einen riesen Bonus auf Handel. Wobei, ich habe eigentlich nie wirklich gehandelt. Eigentlich sind es die anderen, die immer mit mir handeln wollen. Ich weiß gar nicht, was die Auswirkung davon eigentlich ist, weil, ja, vielleicht kriegt man dann mehr Waren im Gegensatz zu dem, was andere einem geben können. Da sie primär auf Schiffen leben, also das ist ein Volk, was nomadisch umherzieht im Weltraum, mit ihren walzenförmigen Schiffen, sind sie nicht so gut in Industrie und schwerer Industrie, also leichte Industrie und schwere Industrie. Genauso gut und schlecht wie eigentlich die Arkoniden tatsächlich, wobei die ja kein Nomadenvolk sind, also kann man das wohl mit denen riskieren. In der Forschung sind sie allerdings wesentlich schlechter, da kriegen sie bloß 75 Punkte. Wenn man 100 als Grundwert nimmt, wie bei den Terranern, sind sie halt um 25% schlechter in der Forschung. Ihre Bevölkerung vermehrt sich allerdings von allen Völkern am schnellsten. Also die hauen ordentlich raus an Bevölkerung. Nicht so viel mehr als die Terraner, aber doch mehr. Ne? Ja, Handel ist verbessert und der Raumschiffbau, da sie primär auf Schiffen leben, ist auch bei ihnen besser, wesentlich besser. Ich glaube, sie bezahlen am wenigsten für ihre Raumschiffe. An Leichtindustrie und Schwerindustrie, was ihre schlechten Leicht- und Schwerindustriewerte natürlich ein bisschen ausgleicht dann wieder. Also sie können ordentlich Schiffe raushauen. Und zu den Schiffen komme ich gleich noch. Und das sind die Arkonen, ja. Die Arkoniden haben gesagt, wir sind die Ältesten, aber dann gibt es noch diese Typen hier. Das sind die Arkonen. Wir sind die Arkonen, die Vorfahren der Arkoniden und damit sozusagen die Großväter der meisten bekannten Rassen. Wir unterscheiden uns deutlich von unseren Kindern. Wir sind menschlich, sicherlich, aber unsere Haut ist dunkler als die anderer Völker, fast schon sandbraun. Ja? Dazu haben wir Haare zwischen tiefschwarzer und kupferroter Farbe. Wir haben uns schon vor vielen Jahrtausenden aus der Tagespolitik der Milchstraße zurückgezogen. Nur durch unsere Geheimorganisation, das Energiekommando und die legendäre Kondas Vasak, hielten wir Kontakt zur restlichen Welt. Wir hatten uns ganz auf unser Heimatsystem konzentriert. Das Besondere an unserem System ist unsere blaue Riesensonne, die 180 Mal so groß ist wie die Sonne im Solsystem. Wir haben die größte Sonne hier. Yeah. Unser Heimatplanet heißt Sphinx. Ein interessanter Name. Ist ja eigentlich eine terranische Bezeichnung für, ja, Frau mit Löwenkopf. Andersrum. Frauenkopf mit Löwenkörper, so. Aus Ägypten. Unser System nennen wir wegen der blauen Sonne und wegen des Energieschirms, den wir um das ganze System gelegt haben, das blaue System. Ja, macht Sinn. Ja, die Arkonen haben im Grunde all ihre Ressourcen in ein System gelegt. Und da hocken sie dann, umgeben von einem Energieschirm. Ich glaube, die Terraner kommen irgendwann vorbei und kloppen das kaputt. Wir wären heute noch glücklich und zufrieden in unserer selbstgewählten Isolation, wenn die Terraner nicht unseren Schirm zerstört und uns gezwungen hätten, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Das war die Kanonenbootpolitik der Terraner. Nee, es gab schon Gründe. Ich glaube, die Arkonen hatten ziemlich einen Mist gebaut mit ihrem ollen Energiekommando. Die Arkonen sind im Grunde genommen so ein Spionagevolk, was im Hintergrund bleibt. So ein bisschen wie Romulaner. Und versucht, seine Macht durch Intrigen und Spionage und Attentäter durchzusetzen.
Sie hielten unsere Geheimorganisation für eine Einmischung in die natürliche Entwicklung der Völker. So ein Blödsinn. Wir wollten doch nur informiert sein, mehr nicht. Es liegt uns halt mehr, im Hintergrund zu wirken, anstatt vorne aufzutreten. Hm. Unser großer Rat vertritt auch heute noch die Auffassung, dass es früher viel besser war. So ist es wohl auch, ja. Aber wir müssen uns der Gegenwart stellen, leider. Besonders diesen Terranern, die unsere wohlverdiente Ruhe gestört haben. Yep, auch die Arkonen haben nichts übrig für Terraner. Wir halten uns gerne im Hintergrund und beobachten erst einmal eine Weile, bevor wir eingreifen. Aber wenn wir eingreifen, dann wissen wir wenigstens, dass wir es uns vorher gut überlegt haben, ja. Aber ob es klappt oder nicht, ist dann eine andere Frage. Und eingreifen werden wir irgendwann, so viel ist sicher. Aus diesen Gründen sind wir der Ansicht, dass Sie der ideale Anführer für unsere neue Kolonie sind. Tja, die Arkonen. Die Arkonen, eines der ältesten Völker, sind allerdings keine Vorfahren der Terraner. Die Terraner stammen von einem anderen Volk ab. Also diese ganzen Völker, Arkoniden, Springer, Arkonen und auch die Aras hier, diese Spitzköpfe, die Eierköpfe, gehören alle zu einem Volk. Also es gibt die Arkonen zuerst, dann kommen die Arkoniden, dann kommen die Springer und dann kommen die Aras. Die Terraner sind außen vor und diese Gesellen ja auch. Und die Arkonen, aufgrund ihres hohen Alters, sind gut im Wohnraum und Konsum, also besser als Terraner auf jeden Fall. Leichtindustrie ist auch durchschnittlich tatsächlich mal, nur die Schwerindustrie leidet wieder, also die sind alle nicht besonders gut in schwerer Industrie. Forschung ist durchschnittlich, Bevölkerung vermehrt sich wie bei den Terranern tatsächlich, Handel, Militär ist normal. Nur im Raumschiffbau sind sie nicht so tolle, ja. Das ist eben der Fall, wenn man halt sich in einem System versteckt, dass man dann halt, dass die Raumschiffe entsprechend teurer sind. Und das sind die Arkonen, das geheimnisvolle Volk. Und hier sind die Aras, die Eierköpfe. Wir sind die Aras. Dieser eigentümliche Name wird von unserer Hauptwelt Aralon abgeleitet. Viel lieber hören wir unseren anderen Namen, Galaktische Mediziner. Ja, es gibt die galaktischen Händler, die Springer, und es gibt die Aras als galaktische Mediziner. Die haben sich halt entsprechend auf Doktorarbeiten spezialisiert. Wie die Springer und viele andere Rassen stammen wir von den Arkoniden ab. Eigentlich stammen sie direkt von den Springern ab, aber ja, stimmt auch. Doch im Gegensatz zu anderen Rassen, die aus den Arkoniden hervorgegangen sind, sind wir besser als die Arkoniden. Uiuiui, lass das nicht die Arkoniden hören. Wir sehen fast genauso aus wie die Arkoniden. Wir sind vom Typ her Albinos mit heller Haut, hellen Haaren und rötlichen Augen. Doch wir sind wir viel schlanker und etwas größer als die Arkoniden. Außerdem fallen uns die Haare aus. Und wir haben es auch weitergebracht als die Arkoniden. Diese passen immer noch auf ihr Imperium auf. Wir haben kein eigenes Imperium, doch wir sind überall im besiedelten Weltraum bekannt. Ja, wie die Springer. Das Einzige, was mich wundert, wenn die Aras tatsächlich von den Springern abstammen, die ja rötliche Haare haben, warum sind die dann hier wieder weißhaarig? Also das hat sich wohl dann irgendwie durch die Springer hindurchgezogen, der arkonidische Einfluss. Und vielleicht irre ich mich jetzt gerade auch, aber ich meine, dass ich das so nachgelesen hätte. Naja, wir haben ein galaktisches Monopol auf Medikamente und Drogen. Drogen? Unsere Kliniken sind die allerbesten. Jemand, der Geld hat und sich die beste Behandlung wünscht, wird sicherlich eine Klinik der galaktischen Mediziner aufsuchen, wenn er nicht gleich direkt nach Aralon fliegt. Wir sind einfach die besten Mediziner. Dafür spricht unsere jahrhundertelange Erfahrung mit fremden Rassen und unsere weite Verbreitung im Kosmos. Außerdem handeln wir anscheinend mit Drogen. Das muss wohl der Springer-Einschlag sein. Manche Völker sind neidisch auf uns. Ein Beispiel dafür sind die Terraner. Ja, natürlich, wer sonst? Natürlich verlieren wir auch wir Patienten und ab und an breitet sich aus einer unserer Forschungsstationen heraus eine Seuche auf einem Planeten aus. Ja, auch wir machen Fehler. Nicht so häufig wie andere, aber immer noch viel zu oft. Doch wir versuchen immer weiter, unsere Fähigkeiten zu verbessern und unser Wissen zu erweitern. Koste es, was es wolle. Ja, sie lieben ihr kleines Monopol auf Medikamente und Drogen. Jetzt wisst ihr die Wahrheit über uns. Aus den genannten Gründen sind wir der Ansicht, dass sie der ideale Anführer für unsere neue Kolonie sind. Ja, die Aras sind interessant, weil sie Wohnraum ganz gut bauen können. Konsum ist normal.
Leichtindustrie ist, wie bei den Arkoninenspringern, bei den Arkoninen und Springern schlechter, bei 80%. Schwerindustrie ist bei ihnen am allerschlechtesten, da haben sie so gut wie kein gutes Händchen dabei. Das sind nur 60, da sind sie echt von allen am schlechtesten. Forschung allerdings ist sehr, sehr gut. Da sind sie doppelt so gut wie Terraner zum Beispiel, also sind die besten Forscher. Und da Forschung sehr wichtig ist, kann ich verstehen, dass das ein Volk wäre, was man sich nehmen würde. Aber ich sag mal so, ab einem bestimmten Punkt ist Forschung nicht mehr so wichtig, wenn man alles erforscht hat. Ne? Also, aber gerade für den Anfang, nicht schlecht. Bevölkerung ist, schlechter als bei den Terranern, aber nicht viel. Handel ist bei ihnen normal, zumindest nicht schlechter, weil ist wohl der Springer-Einschlag. Militär- und Raumschiffbau, da haben sie Defizite. Also sind im Grunde genommen das Forschervolk, wenn man so will. So, und dann gibt es noch das einzige Volk, das wirklich anders ist als all die anderen sehr humanoiden Rassen. Und das sind die Top-Seeder. Ja, es ist, wie man sehen kann, ein Echsenvolk. Mit einer der ersten Antagonisten, auf die die Terraner und Perry Roden treffen in den Romanen. Und wir sind die Terpsider. Wie man auf den ersten Blick sehen kann, sind wir keine von diesen schwachen humanoiden Menschenrassen. Wir sind eine starke humanoide Echsenrasse. Im Gegensatz zu Arkoniden, Menschenspringern und wie sie alle heißen, mögen stammen wir von Echsen ab. Schon auf den ersten Blick erkennt man, dass wir anders sind. Wir haben einen breit gedrückten, haarlosen Kopf. Unsere schmalen, hornigen Lippen sehen für euch Menschen vielleicht fremd aus. Sieht aus wie Krokodile. Für uns sind sie ein Schönheitsmerkmal, ganz im Unterschied zu euren weichen, hässlichen Gesichtern. Alles weich und hässlich hier. Unsere Kugelaugen sind viel beweglicher als die Augen der Menschen, deshalb können wir unsere Umwelt viel besser im Blick behalten als diese. Und dank unseres breiten Echsenschwanzes können wir viel sicherer stehen als die Menschen. Und im Kampf können wir mit ihm zuschlagen und unseren Gegnern schwere Schäden zufügen. Das ist wunderbar, dass sie das alles erwähnen. Wenn Bodentruppen irgendeine Rolle spielen würden, dann wäre das eine interessante Information, aber sowas gibt es nicht. Im Grunde gibt es nur Raumschlachten in diesem Spiel. Aber gut, sie sind überzeugt von ihrer physischen Überlegenheit. Geistig ist es mit ihnen allerdings nicht so ganz weit her. Doch allzu weit gehen die Unterschiede nicht, denn auch wir atmen Sauerstoff, wie die Menschen. Und daher sind wir an denselben Planeten interessiert wie jene. Doch im Gegensatz zu den Warmblütern legen unsere Weibchen Eier. Ja, sie legen Eier. Unseren Namen haben wir von unserer Heimatwelt Topseed. Die Topseeder. Unseren ersten Kontakt zu den Menschen hatten wir wenige Jahre, nachdem sie das erste Mal in den Weltraum vorgestoßen sind. Durch eine Verkettung von unglücklichen Zwischenfällen halten die Menschen uns für ihre Feinde. Jipp. Das war's. Ich finde das so witzig. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Nur weil wir anders sind, haben die Menschen Furcht vor uns. Dabei wollen wir doch nur den Platz in der Galaxis, der uns zusteht. Oh, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir hoffen darauf, dass wenigstens ihr uns vertraut. Oh, wenigstens wir. Aus diesem Grund sind wir der Ansicht, dass sie der ideale Anführer für unsere neue Kolonie sind. Ja. Die Topseeder. Die Topseeder sind im Grunde genommen das, ich glaube, schwierigste Volk von allen. Weil, okay. Im Wohnraum sind sie sehr gut. Fast so gut wie die Arkoniden. Da haben sie 250. Also, da können viele Topseeder, also das kann man, glaube ich, günstig bauen. Oder es können viele drin leben. Ich glaube, man kann es günstig bauen. Konsum ist auch ganz gut. Und sie sind das einzige Volk neben den Terranern, das zumindest bei Leichtindustrie und Schwerindustrie durchschnittlich ist. Ja. Alle anderen Völker sind schlechter. Entweder Leichtindustrie oder Schwerindustrie oder wie die Ara sind beiden. Da sind die Topseeder tatsächlich, hey, immerhin durchschnittlich. Also von daher, wer auf Leicht- und Schwerindustrie setzen möchte, der kann sich die Terraner oder Topseeder nehmen. Problem bei den Topseedern ist nur, die sind ein bisschen dusselig, wenn es darum geht, Dinge zu erforschen. Da sind sie schlecht. Schlechter sogar noch als die Springer. Da sind sie nur halb so gut wie Terraner, also wieder Durchschnitt. Und alle anderen sind besser. Also sie forschen sehr, sehr langsam. Ja. Und auch die Bevölkerung vermehrt sich erstaunlich langsam. Auch am langsamsten von allen Völkern. Ist immer noch keine totale Katastrophe, aber das muss man halt auch mit
mit einbeziehen, dass sie sich nur langsam vermehren. Handel und Militär ist bei ihnen durchschnittlich. Okay, immerhin. Nur beim Raumschiff bei, da kosten die ein bisschen mehr. Die Raumschiffe kosten ein bisschen mehr. So, und das sind die 6 wunderbaren Völker, die man hier sich aussuchen kann. Und ich werde mal hier mit den Terranern starten. Positioniere die Landeeinheit. Wir kriegen irgendeinen zufälligen Planeten zugeschustert, der gute Lebensbedingungen hat. Und können dann jetzt unsere Kolonialbasis hier hinstellen. Und können dann neue Gebäude bauen aus verschiedenen Bereichen. Aber das ist jetzt unser Planet hier, den wir bekommen haben. Und ja, ich werde mal kurz pausieren. Ich will nicht, dass es abschmiert. Einen Moment. So. Weiter geht's. Ich errichte schon ein Gebäude. Weswegen ich das mache, ich wollte einfach nur mal zeigen, welche Raumschiffstypen diese Völker haben. Und zwar die Terraner. Wir werden eine neue Konstruktion machen. Können wir einen Namen vergeben für diesen Schiffstyp. Und dann steht hier, wie groß die sind, welche Panzerung sie haben, welche Schirmleistung sie haben, wie schnell sie sind und welche Waffenstärke sie haben. Außerdem gibt es noch Scanner. Wie weit sie scannen können in den Weltraum, um andere Schiffe zu entdecken. Und das sind die berühmt-berüchtigten Kugelraumer der Terraner. Eigentlich haben sehr viele Völker Kugelraumer als Raumschiffstypen. Und ist natürlich ein Unterschied zu anderen Science-Fiction-Serien, wo es dann vor allen Dingen solche raketenartigen Schiffe gibt. Ich meine, ob das jetzt Star Wars ist oder Star Trek oder... Die sehen auf jeden Fall alle ein bisschen Diskus mit Antriebsgondeln und sowas alles. Und diese Kugelraumer sind halt einfach so Kugeln, wo sich die Antriebe in dem Ringwulst außen drum befinden. Und da wird halt beschleunigt. Und dann gibt es halt so Aufbauten mit Kanonen und sowas alles. Und hier sind die Stützbeine, mit denen sie halt auf der Oberfläche landen können. Und das sind halt so Kugelraumer. Und das hier sind die... So sehen die Schiffe der Terraner aus. Und die terranischen Schiffe sind ziemlich gut in allen Bereichen. Also auch wieder durchschnittlich, würde ich sagen. Ja. Und ja, nur um das mal zu zeigen. Jetzt gehe ich mal wieder ins Hauptmenü, mache ein neues Spiel. Ich hoffe, das schmiert nicht ab. Es ist abgeschmiert. So, ich hoffe, dass es jetzt nicht normal abschmiert. Ja, da gibt es die Arkoniden. Und die haben einen Raumschiffstyp, der im Grunde genommen genau dasselbe ist. Es ist nur ein bisschen heller und bläulicher, sind ihre Schiffe. Und die sind von den Werten her, was ihre Raumschiffe angeht, man kann das mit Schiebereglern hier entsprechend verändern. Und zwar die Punkte Panzerung, Schutzschildleistung, Antrieb und Waffenstärke. Und wenn ich das alles hochschraube hier mit unserer Anfangstechnologie, dann kommt man auf diese Werte hier. Und das Schiff wird entsprechend größer, ein 100 Meter Kugelraumer mit diesen Werten. Und wenn ich jetzt die Panzerung reduziere, dann erhöht sich auch die Geschwindigkeit. Also es ist so, dass wenn man alles auf Maximum setzt, dann leiden die anderen darunter. Also, aber das gilt eigentlich nur für Geschwindigkeit. Stärke bleibt gleich. Und Schirmleistung beeinflusst halt auch eben hier die Geschwindigkeit. Eigentlich beeinflusst alles die Geschwindigkeit, wenn man das runterschraubt. Aber im Großen und Ganzen haue ich das immer voll. Und ja, da sind sie genauso gut wie die Terraner mit ihren Raumschiffen, mit ihren Werten, die sie haben. Was ja auch Sinn macht, weil die Terraner haben im Grunde genommen die meiste Technologie von den Arkoniden übernommen. Und ja, die besitzen halt genau solche Kugelraumer. Die Springer haben tatsächlich mal andere Schiffe, keine Kugelraumer, sondern verwenden Walzenschiffe. Das sind so lange Walzen mit einer Kommandobrücke oben drin und ja, mit vielen Kammern oder auch Waffen. Sieht aus wie so ein Wurm und da können halt viele Waren drin gelagert werden. Sie sind ja die galaktischen Händler. Und deren Werte sind tatsächlich anders als bei Arkoniden und Terranern. Und zwar ist ihre Panzerung auf jeden Fall besser. Ihre Schildleistung ist allerdings schwächer und auch ihre Waffenstärke ist schwächer. Dafür ist allerdings auch ihre Geschwindigkeit etwas höher. Also die setzen mehr auf Panzerung und Geschwindigkeit und Waffenstärke ist
bei den Terranern oder Arkoniden war es 24 jetzt gerade am Anfang maximal. Und bei ihnen ist es halt nur 20. Also das sind keine... Ja, sie sind gut gepanzert. Ne? Aber Waffenstärke leidet darunter. Dafür sind sie ein bisschen billiger im Bau natürlich. Man kann mehr davon bauen. Da sind die Schiffe der Springer. Die Arkonen haben sowas... Sie haben fast Kugelraumer. Sie benutzen solche... Ja, sieht schon kugelig aus, aber es ist mehr so ein Zylinder. Ein abgeflachter Kugelraumer. Oben und unten ist es abgeflacht. Und die Arkonen, deren Schiffe sind auch von der Stärke noch schwächer als die Springerschiffe tatsächlich. Dafür ist ihre Beschleunigung sehr hoch. Noch höher als bei den Springern tatsächlich. Die haben sehr schnelle Schiffe. Ist wahrscheinlich angebracht für Spionageaktivitäten. die Schirmleistung ist allerdings auch nochmal schwächer als bei den Springern sogar. Also, ja. Und die Panzerung ist etwas besser als bei Arkoniden und Terranern, allerdings auch wesentlich schlechter als noch bei den Springern. Die haben wirklich eine sehr hohe Panzerung. Ja. Eigentlich müssten sie, weil sie Spione sind, eine höhere Scannerreichweite haben, aber das ist bei allen gleich eigentlich. Das ist alles bei allen 0,5. Ich weiß nicht, ob sich das bei höherer Entwicklungsstufe ändern würde, aber im Großen und Ganzen sind sie da nicht besser. Sie sind nur ein bisschen schneller und ja, das ist eigentlich das Einzige, was sie wirklich besser haben. Panzerung ist auch nicht so viel besser als bei Terranern und Arkoniden, also und Schilde sind auch schwächer. Also sind ein schnelleres Volk. Und die Waffenstärke ist auch nicht so der Bringer. 17. Das Höchste, was wir hatten, war 24. Und höher geht's auch nicht. Und dann kommen wir zu den Aras. Die Aras bauen tatsächlich nicht wie die Springer Walzenschiffe. Da haben die wohl ein Monopol drauf. Sie bauen tatsächlich ganz normale Kugelraumer, ja. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist oder ob sie nicht auch Springerwalzen eigentlich in der Geschichte oder in dem Universum bauen. Aber hier tun sie es halt. Und interessanterweise, obwohl sie so kein kriegerisches Volk sind eigentlich, haben sie genau dieselben Kampfwerte wie Arkoniden und Terraner. Also die besten eigentlich. Also die Aras bauen zumindest, obwohl sie einen Malus haben beim Raumschiffbau und weil sie schlechte, schwere Industrie haben und leichte Industrie, sind ihre Schiffe eigentlich sehr gut. Ne? Der Prallschirm. Impulsantrieb. Impulsstrahler. Panzerstahl. Ja, das sind die ersten Entwicklungsstufen dieser vier Schieberegler, die wir setzen können. Das ist einmal die Panzerung, Waffen, Impulsantrieb, also der Antrieb und der Schutzschild, ein Prallschirm. Das ist bei allen übrigens gleich. Die verwenden alle dieselben Starttechnologien oder auch die Weiterentwicklung. Das ist alles Prallschirm dann bei allen. Ja, und dann kommen wir zu den Topsiedern. Ja, die Topsieder geben sich militärisch. Sie haben noch... Ja, okay. Wie sagt man das am besten? Sie sind sehr interessant. Erstens, ihre Schiffe finde ich persönlich am coolsten. Das sind richtige Raketen. Und sie haben sogar einen Kugelraumer. Der Kugelraumer ist nur quasi in der Mitte dieser Rakete. Das ist die Kommandobrücke, wenn man so will. Glaube ich zumindest. Es könnte auch sein, dass es da vorne irgendwie dran ist. So sieht es ja zumindest aus. Hinten haben sie halt so Gondelantriebe. Und ja, das sind die Topsieder. Finde ich mit am coolsten so als Schiff. Rein optisch. Sehr, sehr eindeutiges oder einzigartiges Design. Und diese werden nicht Spindelraumer genannt, sondern... Oder war es doch Spindelraumer? Ja genau, das sind Spindelraumer. Und was die Springer haben, ist nicht Spindelraumer, sondern Walzenraumer. Es gibt Kugelraumer, Walzenraumer und jetzt Spindelraumer. Und das sind die Schiffe der Topsieder. Die sind von sich aus schon sehr groß. Und tja, ihre Werte sind interessant. Also, das Erste, was auffällt, die Panzerung ist sogar nochmal höher als bei den Walzenraumern der Springer. Also die haben die stärkste Panzerung von allen, was man gar nicht erwarten würde, weil man denkt ja, so eine Kugel wäre irgendwie stabiler als so ein dünnes Raketenschiff. Aber nein, die Panzerung ist sehr gut. Die Schirmleistung ist allerdings katastrophal. Die ist nur halb so gut wie von den anderen Schwächsten, den Arkonen. Also deren Schilde sind fast nutzlos. Wahrscheinlich mussten sie deshalb auf Panzerung setzen. Ja, also das ist echt miserabel.
Beschleunigung ist allerdings sehr hoch, noch höher als bei den höchsten, den Arkonen, also sind noch schneller als die Spionageleute. Also sehr flotte Raketenschiffe. Wobei das im Weltraum wohl kaum eine Rolle spielt, welche Form ein Raumschiff hat. Weil es gibt ja keinen Widerstand in dem Sinne. Aber gut, sie haben die schnellsten Schiffe und die stärkst gepanzerten Schiffe. Also für RAM-Attacken anscheinend gebaut. Schirmleistung ist miserabel, die wollen sich anscheinend nicht schützen mit irgendwelchen popeligen Energieschilden. Und das wohl Schlimmste, was sie haben, ist ihre Waffenstärke. Die ist von allen definitiv auch am schlechtesten. Schirme und Waffen, eigentlich wo man sagen würde, das Wichtigste, weil Schilde regenerieren sich und Panzerung regeneriert sich nicht. Wenn ein Schiff schon seine Panzerung einsetzen muss, dann ist es schon mal ziemlich weit hin oder ja. Aber naja, bei denen ist es mit am schlechtesten. Stärke nur 6. Zum Vergleich, das andere Schwächste, was wir haben, ist 17 von den Arkonen. Und das Stärkste ist eben 24 von Terranern, Arkoninen und Aras. Also 6 ist sehr, sehr gering. Und das wird sich auch durch das ganze Spiel, egal wie stark unsere Technologie wird, durchziehen. Dass die Top-Seeder immer im Nachteil sind, was Stärke ihrer Waffen und ihrer Schilde angeht. Panzerung super, Beschleunigung auch, aber Schirme und Stärke, ne. Und eigentlich bin ich einer, der gerne auf Stärke und Schirmleistung setzt und da sind die Top-Seeder halt nicht so tolle. Aber wisst ihr was? Ich mag die Top-Seeder. Sie haben es mir angetan. Als einziges wirklich außerirdisches Volk. So, und was wir jetzt machen, und das ist wichtig für mein Let's Play oder so, wie ich das immer gemacht habe. Es ist zufällig, was für einen Startplaneten wir bekommen. Wir können entweder hier so einen grünen Planeten kriegen, wir können einen Wüstenplaneten kriegen, wir können einen Felsenplaneten kriegen. Und in welchem System sich das befindet, ist auch zufällig alles, welchen Durchmesser der hat, welches der Wasseranteil ist. Hier sind es 79%, das heißt 79% der Planetenoberfläche sind durch Wasser nicht nutzbar für uns. Und man kann das sehen, es geht um Baufläche. Und ich möchte immer gerne, dass mein erster Planet auf jeden Fall sehr viel Baufläche hat, weil dann kann ich den zur Festung ausbauen. Und als zentrale Produktionsstätte für alles, was ich mache. Und man kann sehen, wie viel, man könnte es jetzt natürlich zählen, wie viel Baufläche man hat. Es gibt Gebäude, die kann man einfeldweit bauen, wie zum Beispiel hier das Wohngebäude Typ Arkon, aber wir werden später auch noch andere Gebäude kriegen, die dann 2x2 Felder belegen oder auch die ganz großen Teile 3x3 Felder. Und das kann man sehen hier in der Liste der Kolonien. Da haben wir jetzt zum Beispiel Nama 5-2. Und da sieht man, wie viele kleine Felder man bebauen kann, 299, wie viele 2x2 Felder, 89 und wie viele 3x3 Felder, 17. Wenn ich irgendwo was baue, dann schrumpft das entsprechend. Und wenn ich hier in einem coolen 3x3 Feld bauen würde, dann wäre es natürlich dumm, weil dann ruiniere ich mir quasi ein 3x3 Feld und das sind halt, da kann man die stärksten Gebäude dann später errichten. Aber so als Richtwert ist das halt ganz wichtig, wie viel ganz kleine man hat. Hier sind 299 und nur 17 3x3 Felder. Und das ist mir ein bisschen zu wenig. Und ich habe das schon mal jetzt hier vorbereitet. In der ersten Runde. Spielstand geladen. Und habe einen Planeten Ankapus 9-1. Der hat 940 kleine und da und auch 599 2x2 Felder und 367 3x3 Felder sind da möglich. Und das ist ein Wüstenplanet. Im Großen und Ganzen ist ein Wüstenplanet am besten geeignet, weil Wüstenplaneten haben den Vorteil, es gibt keine Wasseroberfläche, die uns Bauplatz wegnehmen könnte. Das Einzige, was man hier eventuell hat, sind halt solche ja, Kuhlen. Man kann das nicht planieren oder sowas im Spiel. So bleibt das halt im ganzen Spiel über. Man kann das Land nicht terraformen oder so. Und Berge halt. Aber im Großen und Ganzen gibt es hier sehr viel freien Bauraum, den ich nutzen kann. Für meine Siedlung. Für meine Kolonie. Und wir bekommen einen Zufallsnamen. Je nachdem, welches Volk wir spielen, heißen wir dann eventuell anders. Und im Moment sind wir Tuptor Kandrtol. Spielt keine Rolle, wie wir heißen. Aber wir erwarten ihre Anweisung. Und das ist die Kommandobrücke, wo dann halt hier ein paar Topsi da rumlaufen. Bei den anderen Völkern werden das entsprechend andere Grafiken, also für jedes Volk gibt es hier dann so Animationen. Die bewegen sich alle gleich, aber sind halt jetzt Echsenmenschen hier. Unser Top-Seeder. Und das ist unser Heimatplanet mit der Kolonialbasis.
Tja, und jetzt geht es darum, uns hier auszuweiten in diesem System und Raumschiffe zu bauen und die Eastside zu erobern. Und das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Perry Roden Operation Eastside. Bis gleich.